Rummis sind die wohl mysteriöseste Tierart Hyrules. Durch ihr leuchtendes Erscheinungsbild fallen sie jedem sofort ins Auge. Doch es sind äußerst scheue Wesen, denen man sich nicht zu sehr nähern sollte, da sie sonst wie von Zauberhand verschwinden. Doch was wäre ein Volk ohne seinen Anführer? Darf ich vorstellen, Link. Ja gut, vielleicht etwas aus der Form geraten, aber er gibt sich wirklich Mühe. Doch was es genau bedeutet, als ein Rubi zu leben, erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben das hier. Wir haben die Geisterhaarkammer. Wir haben nicht die normale Hose, sondern das hier. Und habt ihr das gerade gesehen? Aha, wir haben Low Gravity. Das ist geil, oder? Sagt mir ehrlich. Uns fehlt natürlich noch der Rest der Rüstung. Den bekommen wir zum Glück nicht auf die reguläre Art. Das wäre ein bisschen anstrengend, weil wir dann sehr, sehr viele Höhlen machen müssten. Wir machen das ein bisschen anders, ja? Wir dürfen alle Waffen ganz normal benutzen. Es gibt tatsächlich mal keine Einschränkungen ausnahmsweise. Aber es wird trotzdem, glaube ich, unglaublich lustig. Und auch gerade der Kampf gegen Garnon. Ich kann mir nicht ganz herleiten, ob es jetzt leichter oder schwieriger wird damit. Aber es wird lustig auf jeden Fall. Lol. Ich bin überhaupt nicht runtergefallen, theoretisch. Das gibt gar keinen Sinn eigentlich. Digga. So lächerlich einfach, ne? Ich könnte es easy schaffen, theoretisch, aber gut, die erlauben es mir nicht. Ich brauch's purer Pet. Der Anfang wird, glaube ich, war wieder nicht so schwer. Aber mal gucken. Ich glaube, gerade in den Schreien könnte man eigentlich sehr, sehr viel schießen, wenn ich ehrlich bin. Ist der Rubinpanzer-Mode auch da? Ja. Wir nehmen also auch keinen normalen Schaden, in der Regel. Außer es ist zu viel Schaden, sondern verlieren Rubine. Deswegen sollten wir auch einige Rubine haben, auf jeden Fall, um quasi robust dagegen zu sein. Oh mein Gott, was steht da? Was? Abonnieren? Guckt euch das doch mal an, wie cool das ist. Junge. Digga, diese Sprünge, das ist so mystisch. Und das passt doch irgendwie so gut zu dem Outfit, finde ich, weil alles so schön mystisch ist und langsam, ein bisschen verträumt, so ein bisschen dreamy, wisst ihr, wie ich meine, ne? Ich glaube halt wirklich, man kann so dumm viel überspringen damit. Guckt euch das doch mal an, was das für Sprünge sind. Das ist schon sehr majestätisch, oder? Seht mich an. Boah, bin ich majestätisch, Alter. Wunderbar. Das wird nicht funktionieren. Digga, dieser Sprung nach hinten, Junge, es ging viel zu weit. Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Digga, da hinten. Oh mein Gott, der Loot ist so weit weggeflogen, ne? Ja, also, wie gesagt, die Low Gravity bezieht sich nicht nur auf uns, sondern auf alles, was wir benutzen. Ich weiß auch gar nicht, ob man so ganz normal Fallschaden bekommt. Was passiert, wenn ich tief springe? Werde ich Fallschaden nehmen? Ich fürchte fast schon, oder? Weil man nämlich gar keinen Fallschaden? Das wäre halt schon heftig, ne? Und vielleicht erst viel später. Keine Ahnung. Digga, das wäre richtig stark. Okay, erster Schrein. Rein da. Ich finde diese blauen Partikel in der Luft so schön einfach, ne? Das macht irgendwie so Spaß einfach. Seht euch das an. Haha. Kann ich den Ultran-Schrein ohne Ultran abschließen? Wie geil. Boah, schaffe ich den Sprung, schaffe ich niemals, oder? Ist dann doch ein bisschen zu viel gewollt. Nein, nein, ich kann nicht mal abbremsen. Das ist halt das Problem, ich kann in der Luft nicht mal umbremsen. Also nicht mal irgendwie die Richtung ändern. Nein, aber so knapp einfach, ne? So knapp theoretisch. Ah, ich kann den Shield-Jump machen, ich Dulli. Ich Dulli, Alter. Wer ist nicht mal was? Wir könnten also Game Over gehen. Digga, so geil. Ultrahand schreien ohne Ultrahand abgeschlossen. Obwohl es unsere einzige Fähigkeit bisher ist. Das muss auch erstmal jemand schaffen, ne? Ey, die Mod wird lustig. Die Mod ist richtig lustig. Boah, ich könnte den Sprung darüber schaffen, ne? Digga, ich kann voll viel abkürzen. Das ist so crazy, ne? Guck dir das mal an. Habe ich nur keinen. Doch, ich habe Fallschaden genommen, aber nicht viel. Das ist so weird einfach. War also mit Schwierigkeiten, mit dieses kleine Stück der Brücke zu kommen. Jetzt einfach so. Wunderbar. Ich glaube auch gerade Pfeil und Bogen dürften eigentlich sehr wichtig werden. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wait, komme ich da oben dran? Ich könnte da oben dran kommen, oder? Oder ich springe halt einfach in mein Verderben. Das geht natürlich auch. Bei den Sprüngen muss man echt aufpassen. Digga, halt dein Maul. Was zur Hölle? Man springt so ein bisschen daneben und du gleitest halt so 1000 Meter und bist komplett weg von der Stage. Aber so, hui! Was ist das hier für eine Insel? Soll ich überhaupt sein? Also, ich mache nicht besonders, ne? Ist gar nicht besonders einfach. Digga, das hat sich null gelohnt. Schaffe ich den Sprung hier rüber? Easy, oder? Bloß nicht überschätzen, bloß nicht überschätzen. Ja, let's go. Man kann echt in der Luft nochmal so einen Sprung dazusetzen. Oh, fuck. Das könnte ein bisschen hoch gewesen sein, oder? What? Ich lebe noch, alles in Ordnung. Dane Itzas Schrein. Synthese. Hängio. Kann ich euch auch weiter werfen? Also mit Low Gravity? Ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt. So ein bisschen, glaube ich, ne? Ach du Scheiße. Und der kleine Schlüssel. Na, Digga. Come on, das ist machbar. Das ist safe machbar. Ja, let's go. Es ist zu cool einfach. Es ist zu cool. So, schaffen wir das auch so? Das könnte actually was werden. Pass auf. Wir können es da drüben schaffen. Wir können, glaube ich, auf das Ding drüber. Achtung. Uff, es könnte funktionieren. Es funktioniert. Digga, das ist zu krass. Das ist zu krass. Wir umgehen einfach dieses Wasser hier. Ich wusste nicht mehr, dass das geht. Ja, das könnte schwierig werden hier vorne. Ich glaube, der Abstand ist nochmal größer, ne? Ah, ja, ich glaube, der ist größer. Ja, ja. Bucket, rein da. Nein, verdammt. Oh, so knapp. So knapp einfach. Das könnte aber doch funktionieren. Ich bin nicht ganz sicher. Jetzt aber. Wunderbar. Und damit sollten wir es haben. Ja, let's go. Alter, einfach ohne Floß geschafft. So ein Quatsch musst du einfach machen, ja? Rumalbern und rumblödeln. Ich finde es auch interessant, dass ich bis heute, ich schwöre, ich habe noch nicht einmal die Schreine in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich bin immer in genau dieser Route gelaufen. Und ich weiß gar nicht, es geht auf jeden Fall anders. Aber es ist, glaube ich, auch nicht dafür ausgelegt, dass man so machen könnte. Die Höhle könnte ich skippen, oder? Komm, ich schaffe das. Es ist zu wild. Ich habe halt die Höhle geskippt. Und das ist geil, weil die dauert echt lang eigentlich. Ja, und jetzt geht's hier ins Eisgebiet. Wisst ihr, was ich eigentlich auch machen muss, was mir gerade so einfällt? Ich muss unbedingt eine Pilzkeule machen. Und zwar, um den Gegner schön wegzuschleudern. Das wäre doch was, oder? Wir machen mal kurz hier ein. Bruder, wo ist er denn hin? Digga, wie weit er geflogen ist. Die haben ihn sogar getötet, ne? Junge, ist das geil. Home Run! Okay, aber jetzt haben wir hier unsere ersten Bomben. Und die sind lustig. Die sind sehr, sehr lustig.
Stopp, nein! Ich bin so hochgeflogen, scheiße. Ich habe auch kein Parasegel, oh mein Gott, ich muss aufpassen. Kann sehr lustig werden, aber ich brauche ein Parasegel dafür. Und hier ist auch leider eine Decke. Das ist die bodenlose Höhle, aber halt, ne, nicht die deckenlose Höhle. Hier ist nicht so geeignet. Hiermit können wir zum Beispiel ein ganz schönes Stück sparen. Achtung. Zack. Und hallo, Schrein. Ist das geil. Digga, wie hoch ich fliege. Kurz mal auf dem Schrein landen, weil warum nicht, ne? Sieht sich alles an wie ein Cheatcode einfach. Ach, du Scheiße. Ich kann den ganzen Schrein damit skippen. Ich werde sterben. Ich werde elendig sterben, kann das sein? Oder, nee, nicht. Ich habe keinen Fallschaden genommen. In welcher Welt ergibt das Sinn? Digga, das ist so... Wir sind gegen die Decke geknallt. Was ist das denn? Warum nehme ich keinen Fallschaden hier drin? Das ist so komisch. Oh mein Gott, ich hab's das geschafft, Digga. Ich hab das ohne Deckensprung geschafft. Generell, ich hab Deckensprung bisher wieder auch noch nicht einmal genutzt. Digga, in Low Gravity, das ist ja wirklich... Also man gleitet ja komplett gerade einfach. Das ist einfach nur noch absurd. Okay, auch ohne Zeitumkehr. Wir haben, glaube ich, jetzt jeden Schrein ohne die Funktion gelöst, oder? So, das kürzen wir natürlich wieder ab. Und zwar ganz entspannt hier drüben, über die Ecke. Ich glaube, man kriegt das auch ohne diese Mod hin. Ich weiß aber nicht genau wie. Come on, come on, come on, let's go. Natio, jaha, Schrein. Jaha. Schafft man diesen Schrein ohne Zeitumkehr? Das ist eigentlich echt eine interessante Frage. Das hier auf jeden Fall. Sehr schön, okay. Das haben wir schon mal hingekriegt. Das hier, ja, mit Bombensprung auf jeden Fall. Ich glaube, mein Schild zerbricht jetzt. Nee, lebt er immer noch. Oh mein Gott, ich lebe aber noch. Zeitumkehr, Schrein ohne Zeitumkehr. Passt auf. Wer will was machen? Oh mein Gott. Boah. Und das hier vorne kann man bekanntermaßen auch ohne Zeitumkehr schaffen, sondern nur mit Ultrahand. So, wunderbar. Easy. Moonjumps und Gleiterschild einfach zweimal Bullet Time. Stimmt, wenn ich jetzt noch ein Gleiterschild baue. Digga, es ist ja noch interessanter. Ich muss ein Gleiterschild bauen. Voll der gute Punkt eigentlich. Ja, komm, wir machen das auf. Gehen wir schnell hier rüber. Holen uns hier drei Gleiter ab. Ja, haha. Jetzt, Achtung. Wir machen so. Das kann jetzt echt schon lustig werden, oder? Ich finde es immer noch so cool gelöst, dass man einfach... Oh, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hat es auch in Ordnung, ja? Das kann nicht mal alles nach Plan laufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gerade schiefgelaufen ist, aber irgendwas ist gewaltig schiefgelaufen. Gehen wir von hier aus, würde ich sagen. Wir können ja im Wasser landen, das geht ja sogar. Was ein schöner Sprung, oder? Und jetzt Achtung nochmal. Noch ein höherer Sprung. Geil, den Sprung auch noch geschafft. Doch, man springt deutlich höher. Man springt doch nochmal deutlich höher. Wo sich der Rest dieses Sets befindet, wird gleich beantwortet. Aber ihr könnt ja mal raten, wenn es schon mit Rumi oder Mayui zu tun hat oder dem Satori, wo könnten wohl die anderen Teile versteckt sein? Boah, das wäre auch funny. Das als Event bei der Randomizer wäre übel cool, glaube ich. Digga, wie viel man hier springen kann, das ist so krass. In dem Rumi-Bau, gar nicht mal so ein schlechter Guess. Satori-Berg, auch gar nicht mal so ein schlechter Guess. Ja, okay, es ist sehr offensichtlich. Königreich Hyrule. Komm, bitte. Digga, wie weit ich wegfliege, das ist so dumm. Aber so weggenockt von so einem Bockblin. Dummer Nockblin. Danke für deine Feuerfrüchte. Sehr freundlich von dir. Vollidiot. Der Spähposten. Jetzt auch flink das Parasegel besorgen und dann geht's auch endlich mal los hier, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir es sogar irgendwie hin, aufs Schloss zu kommen, ohne die Fit-Karotte zu besorgen. Wir versuchen ins Schloss zu gehen, okay? Ob das was wird, ist eine andere Sache. Aber andererseits, Low Gravity ist ein Lebensretter. Digga, das könnte honestly was werden, ne? WTF. Bruder, Low Gravity ist so heftig. Wir brauchen einfach nicht mal die Fit-Karotte. Damn. Das ist cool. Hier ist der Garde-Zweihänder. Sehr schön. Garde-Bogen. Wunderbar. Ja, komm. Schild. Zack. Perfekt. So, schneller Fuffi. Wie gesagt, wir brauchen noch sehr viele Rubine auf jeden Fall. Weil der Effekt hiervon ist ja eigentlich, von dieser ganzen Rüstung, dass wir einen Rubinpanzer haben. Aber der funktioniert natürlich nur, wenn wir Rubine haben. Sonst wird es uns ganz normale Leben kosten. Aber jetzt werden uns erstmal Rubine abgezogen, anstatt Herzen. Schon mal 300 Rubine. Let's go. Hier will man Saphir. Genau. Pass auf. Und jetzt, glaube ich, wird es ziemlich nützlich, dass wir den Bruder haben. Passt auf. Genau, weg mit dir. Der verpisst dich einfach, das ist die Hauptsache. Der soll sich nur verpissen, ja? Du verpisst dich auch. Let's go. Er dürfte Fallschaden nehmen. Digga, wie tief fällt der eigentlich? Junge. Okay, er ist auf jeden Fall nicht gestorben. Schade, ist aber trotzdem lustig. Was befindet sich hier nochmal? Geld? Nee, Gardeschwert, auch wichtig auf jeden Fall. Noch ein Gardebogen, Bruder. Man kriegt hier so krasse Waffen hinterhergeschmissen, wirklich jetzt mal, ne? Digga, es funktioniert. What? Verdammt. Ja, ich töte dich jetzt nochmal. Dauert halt viel zu lang. Es waren drei Schläge, Digga. So unnötig. Aber es hat sich gelohnt, Digga. 24. Sehr, sehr schön für den Anfang. Wirklich gut. Gut, dann bin ich auch schon wieder weg und hol mir den nächsten Garde-Zweihänder. Passt auf. Aber hier ist noch einer? Bro, das ist ja noch einer. Lass mich schon in Ruhe. Ich hol mir erst den Garde-Zweihänder hier vorne. Der ist auch ein bisschen fies versteckt, wenn wir ehrlich sind. Einfach hier, Digga. So. Wer kommt auf die Idee, hier einen Garde-Zweihänder zu verstecken? Ich verstehe es bis heute nicht ganz. Aber ist okay. Schön leise sein. Komm. Zack. Zack. Zack, wunderbar. Der Garde-Zweihänder zerbricht gleich. Wir heben uns das mal schön auf, ja? Wir heben uns das mal schön auf. Ich glaube, damit haben wir erstmal genug Waffen. Ja, wir haben sowieso alles dort voll. Und das Ding macht dann bald nochmal doppelten Schaden. Wir gehen jetzt mal in Richtung Satori-Berg, der sich ja irgendwie hier vorne befindet. Digga, ich habe keine Orientierung einfach. Fakt ist, wir gehen zum Satori-Berg. Aber erst gehen wir noch schnell in den königlichen Geheimgang, okay? So, wir machen das Ding hier auf. Hier haben wir es richtig. Königlicher Geheimgang. Dankeschön. Meine Güte. Digga, das ist so scuffed einfach. Guckt euch das doch mal an hier.
Das ist so wild. Kauf von mir. Du kaufst mir jetzt nämlich meinen Diamanten ab. 850 Rubine, kommt, das ist top. Ich denke, dass da vorne müsste der Satori-Berg sein. Aber 100% sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Was für mich auch irgendwie keinen Sinn ergibt, ist der Fakt, dass Link seine Ausdauer nicht regeneriert, während er im Sturzflug ist. Digga, du chillst da doch gerade. Warum lädst du deine Ausdauer nicht wieder auf? Das müsste der Satori-Berg sein, oder? Doch relativ safe. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich hoffe, wir sind hier, wie gesagt, richtig. Und ich bin nicht ganz sicher, wo Waikotaro Sings versteckt hat. Das neue Teil, was wir besorgen müssen. Es könnte sein, dass er es ganz oben versteckt hat. Wir gehen einfach mal an die Spitze und ich hoffe, da sind wir fündig. Wenn nicht, habe ich noch eine andere Idee. Ich habe ihm nur gesagt, so Satori-Berg. Er hat mir nicht genau gesagt und ich wollte es auch nicht genau wissen, wo er es dann exakt versteckt. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass ich ein bisschen so ein Suchspiel hier rausmache, ja? Um mein Wissen ein bisschen auf die Probe zu stellen. So, werden wir hier fündig am Baum. Das ist ein schöner und gleichzeitig so ein mystischer Ort. Und wir haben eine Fit-Karotte. Lol. Okay, hier oben sind wir anscheinend nicht fündig geworden. Ich weiß, dass sich am Fuß des Bergs auf jeden Fall eine Truhe verbirgt. Hier vorne irgendwo. Der Satori-Berg ist schon ziemlich cool, dass hier einfach so alles zu finden gibt. Dann wir Fit-Karotten. Digga, so viele Fit-Karotten. Die sind übel overpowered eigentlich. Ich kenne diesen Teich gar nicht. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Das ist ja echt nice. Wait, hier vorne könnte was sein, oder? Hier ist doch safe. Aha, haben wir es hier? Haben wir es hier vielleicht sogar? Komm schon, es wäre cool. Lol, hier ist ein antiker Dolch? Digga, das wusste ich nicht. Ich kenne die ganzen Locations immer noch nicht auswendig von antiken Dolchen. Einfach ein Bär hier drin. Also, es lohnt sich überhaupt nicht, den zu reiten, aber es ist einfach lustig fürs Meme. Aber maybe doch in der Höhle. Das ist die mit dem Hinox, glaube ich, oder? Das dürfte die mit dem Hinox sein. Maybe hier oben? Ich weiß gar nicht. Okay, hier ist Mayuri auf jeden Fall. Hallo, Artgenosse. Komm, schmeiß mich doch ab, los. Schmeiß mich doch ab. Ah, das Ding fliegt viel zu weit, du Dulli. Hahaha. Ah, da oben wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich hier oben? Hier oben? Komm schon, komm schon. Hier muss irgendwo eine Truhe sein. Ja! Ist sie das? Let's go, wir haben es gefunden. Sehr schön. Oh, geil, okay. Das ist ziemlich cool. Das ist ein guter Spot eigentlich dafür. Auch schon mit dem Hinox connected. Jetzt müssen wir uns nur noch das Oberteil besorgen, weil irgendwie sehen wir noch ein bisschen goofy aus, würde ich sagen. Das befindet sich allerdings im Rumi-Bau und der Rumi-Bau befindet sich im Untergrund. Den Untergrund haben wir noch nicht mal freigeschaltet. Heißt, wir brauchen erstmal einen Abgrund. Und wo befindet sich der nächste Abgrund? Bruder, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Scheiße. Ist ein Stück weg auf jeden Fall. Ich glaube, wir töten doch mal schnell den Hinox tatsächlich. Auch wenn es nicht der Plan war. Wo ist der Bruder eigentlich hin? Der kleine Frechdachs. Komm. Alter. Oh mein Gott, close one. Wunderbar. Das Ding fliegt absolut ins Nirvana. Ist in Ordnung. Digga, wie viel, Junge, wie viel Kram, bitte. Digga, die ganzen Textboxen, Junge. Wie viel Loot wir einfach sammeln, das ist so absurd. Top, jetzt nehmen wir nur noch den Kristall und aktivieren schnell den Schrein da draußen. Das ist sogar ein Segenschrein, den können wir eigentlich mitnehmen, komm. Uzas Umschrein. Auf geht's. Diamant. Okay, scheiße. Okay, egal. So, jetzt müssen wir nur noch ins Gerudo-Hochland kommen. Aber wisst ihr was? Ich denke sogar darüber nach, Miasma-Hände auf dem Weg zu besiegen. Ich meine, wir müssen eh in die Höhle rein, um uns ein bisschen nach oben zu schießen. Wenn wir eh schon mal da sind und Miasma-Hände uns sowieso schon im Weg sind, dann können wir die auch besiegen, oder? Ich meine, ich kann die ganze Zeit in Slow-Mo gehen. Das dürfte halt echt nicht so schwer sein. Und ich habe sehr gute Bögen und wie viele Pfeile? 52? Ja, komm. Yes, yes, hier unten. Das war echt fies versteckt, Digga. Ich schwöre, ohne Karte findet das doch keiner. Ey, das ist so schwer versteckt, diese Stelle, weil hier auch nichts ist, ne? So, da wären wir nun. Ich könnte das Ganze theoretisch skippen. Ich könnte easy um die ganzen Miasma-Hände rumfliegen. Ist nur die Frage, ob ich das möchte, wenn ich ehrlich bin. Hallo. Wir können das auch so machen, ganz einfach, ne? Wir können auf ganz einfach hier reinschießen. Batz. Machen wir direkt 5 Mal. 2, 3. Ne, den Rest mache ich so. Komm, den Rest mache ich so. Ganz ehrlich, ihr seid mir nicht wert. Ihr seid mir den Aufwand nicht wert. Was denkt ihr, wer ihr seid, hä? Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Übrigens, auch interessant, wissen, glaube ich, viele nicht. Während man in Slow-Mo ist, verbraucht man pro Schuss weniger Ausdauer. Seht ihr das? Wir bräuchten eine Lanze. Ich hoffe, das reicht. Let's go, wir haben es geschafft, oder? Digga, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie geschafft, wie auch immer das möglich war. So, zack, 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 zack. 112, den möchte ich jetzt nicht mehr benutzen, wenn ich ehrlich bin. Den Bruder benutze ich jetzt nicht mehr. Sehr schön, ich hoffe, ich kriege ihn. Das dürfte aber echt passen. Ja, wir schaffen das safe, wir schaffen das safe. Digga, diese ganzen Effekte, bitte. Mach kein Chaos. Scheiße, die Attacke kriege ich bis heute nicht ganz hin. Sehr schön. Ich springe viel zu lang, Digga. Zack, 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 zack. Ja, pff, du bist ein Witzphantom, Galon, ganz ehrlich. Guck mich an, ich bin der, was bin ich eigentlich? Ich bin der, ich bin der Mayoi-Meister oder so. Der bin ich. Mhm. So, Finsterklumpen kommen. Sehr schön. Das sind gute Waffen tatsächlich. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt gehen wir von hier aus. Soweit es geht in Richtung Süden. Fuck. Mir fällt gerade eine Sache ein. Und zwar fällt mir gerade ein, ich habe keinen Kochtopf hier. Ich kann auch nicht kochen. Das wird jetzt ein Sprint auf jeden Fall. Ja, hier ist extrem kalt. Bruder, das wird ein Krampf. Das wird wirklich ein Krampf. Genau deswegen habe ich mir auch Donnerblumen noch aufgehoben. Für die Scheiße nämlich. Sehr schön. Okay, wir sind oben, wir sind oben. Das ist schon mal sehr wichtig. Hier sind Eisfrüchte, die sind auch nett auf jeden Fall. Kann man ja auch essen zur Not. Passt schon. Und jetzt einfach beeilen. Jetzt einfach beeilen. Oh, das ist kalt, Alter. Ich müsste einigermaßen Orientierung haben hier gerade, aber ich bin nicht ganz sicher. Davon ist der Abgrund. Yes, 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 yes. Wir schaffen das. Sehr schön. Ich muss nur in den Abgrund, okay? Dann haben wir es auch fast schon geschafft. So, zack, zack, zack. Beeil dich. Beeilen Sie sich. Herr Link, Herr Link, Herr Stink, beeilen Sie sich. Ach, Leute, ist ja das Siegerversteck. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich für ein Abgrund so? Ach nee, den kenne ich natürlich. Wow. Der Raumzumerschrein. Aber den möchte ich nicht mitnehmen. Ich möchte nur hier direkt in den Abgrund düsen. Tschüssi. Der Untergrund. Da ist er also. Der Abgrund hier geht so tief runter, ne? Aber ist auch logisch, weil an der Oberfläche sind ja auch hohe Berge. Da gibt es schon Sinn. Der Untergrund. Let's go. Hier vorne müssen wir hin.
Genau zu der Stelle im Prinzip, weil da ist der Rumi-Bau und da befindet sich das dritte Teil unserer Rüstung. Wait, hier kann ich vielleicht über die Wurzel hochlaufen tatsächlich. Was auch immer das hier ist, aber dieser Ast oder... Was ist das überhaupt, Digga? Aber das Ding ist praktisch. Das könnte mir echt ein bisschen helfen. Oh, Bruder, das ist so steil hier einfach. Wie kann Link überhaupt hochlaufen? Was ist das denn? Mario, Link kann einfach alles. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft. Wir sind quasi am Rumi-Bau. Oh mein Gott. Musatsu-Wurzel. Los geht's. Sehen wir den Rumi-Bau? Geht so. Geht so, ne? Auf jeden Fall ist der Rumi-Bau hier vorne, ja? Ja, komm, dann holen wir noch schnell die andere Wurzel, damit wir ein bisschen Licht hier unten haben, weil das nervt mich gerade. Ah, das ist der Rumi-Bau, oder? Warum sind hier sonst so viele? Ja, wir sind im Rumi-Bau angelangt. Okay, cool. So ein schöner Spot, finde ich, ganz im Ernst. Aber ich möchte hier noch nicht so genau suchen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich brauche erst Licht. Komm, liebe Wurzel. Es werde Licht. Bruder, ich wie so eine Motte renne ich dem Licht hinterher, Alter. Haben wir jetzt genug Licht? Bitte, komm schon. Gib mir jetzt genug Licht. Ja, okay, es reicht. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir uns da unten noch ein bisschen um. Nehmen am besten alles mit, was wir kriegen können. Und dann sind wir eigentlich vorbereitet. Dann müssen wir eigentlich nur noch Waffen upgraden, ein bisschen Ressourcen sammeln und dann ab in Richtung Untergrund. Beziehungsweise ab zu Ganon. So, das nehmen wir alles mit. Ah, hier vorne schon mal die erste Truhe. Ich glaube, hier gibt es einige Truhen hier unten. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier direkt schon unser Teil kriegen. Alles klar, Digga. Das ging schneller als gedacht, hä? Ich dachte, hier gibt es tausende Truhen. Gibt es hier nicht auch so viele Truhen? Aber... Haben wir es schon gefunden. Sehr schön. Ja, wir sind vollständig. Wir sind tatsächlich vollständig. Das ist doch schön. 1 und 2 und 3. Tut mir leid, Bro. Das war gar nicht persönlich. Ach du Scheiße. Bitte kannst du... Nein. Okay, Zwambo, ja. Sehr schön. Scheiße, Digga. Ich brauche doch die ganze Rubine. Ich brauche das alles, um Leben zu haben, ja. Das ist mein Lebenselixier. Also wortwörtlich. So, hier unten geht es auch nochmal in so einen kleinen Tunnel rein. Sehr schön. Ich finde das so cool hier drin, ne? Aber es ist gar nicht mal so besonders ist, aber ist irgendwie sweet. Wie so ein Kaninchenbau halt wirklich, ne? Ah, da vorne. Haha, da vorne sind noch Rubi. Schön im Bau versteckt, ja. Oh, sogar. Wenn ich in eine Bombe reinschieße. Spaß mache ich nicht. Das wäre brutal. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Let's go. Junge, was ein Loot. Was ein wunderschöner Loot hier. Ich denke, es hat sich gelohnt. Komm, knapp 1000 Rubine. Das ist schon sehr stark eigentlich. Und damit würde ich jetzt eigentlich als nächstes zum Kolosseum gehen. Das befindet sich hier. Und um dahin zu kommen, gehen wir am besten über den Abgrund vom Plateau, der sich irgendwo hier befindet. Den wir wiederum am besten von der Himmelsinsel aus erreichen. Los geht's. Da sind wir auch schon auf dem vergessenen Plateau. Und da sind wir auch schon wieder weg vom vergessenen Plateau. Tschüssi. Ich headbang einfach mit meiner Frisur. Seht ihr das? Wie geil. Wo befindet sich hier die nächste Wurzel? Weil irgendwo soll hier noch eine Wurzel sein. Ach, lol. Ich wollte gerade sagen, ja. Irgendwo hier soll noch eine Wurzel sein, weil hier ein Schrein oben drüber ist. Aber ne, hier unten. Alles gut. Das heißt, wir sind quasi da, ne? Wir sind also quasi da. Haben wir die Karte? Wir haben die Karte. Let's go. So, jetzt machen wir noch einen letzten Bombensprung. Digga. Wie ich einfach nach oben fliege. Es ist so cool. Ha, schwimmende Arena. Let's go. Stimmt, mit dem Majora's Mask kriegen wir auch noch. Aber die ist mir eigentlich relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich müssen wir mainly mit Pfeilen kämpfen. Ihr seht schon, wo das hinführt, ne? Ihr seht schon, wo das hinführt. Weil jetzt wird sie nicht zerbrechen. Ich benutze jetzt quasi permanent meinen letzten Schlag. So, ihr werdet sehen, was ich meine. Pass auf, wir machen so. Wir stunnen ihn ganz einfach mit, ja, Schattenbogen lohnt sich eigentlich dafür. Der hat eh unglaublich hohe Haltbarkeit. Dann gehen wir drauf und jetzt achtet mal auf seine Leben. Achtung, zack, 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 zack. Was eine gottlose Schlachtung. Was eine gottlose Schlachtung. Der Dude ist einfach halb tot. Darf leider nicht angreifen, natürlich nicht. Ist das lächerlich? Ist das lächerlich, Digga? So, zack, zack, zack. Alter, das waren Leune. Und ich habe den zweimal kurz geritten, er ist tot. Das ist Spaß, die Spielmechaniken so gut es geht auszuschlachten. Das ist so lustig. Ich kann einfach erst aus dem Stand in die Slow-Mo gehen. Das ist so dämlich. So, zack, zack, zack. Und der Blaue ist auch noch tot. So, blauer Leune, Säbelhorn. Geil, geil, geil. Schmeckt. So, komm. Zack, 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 zack. Was ist da gerade passiert? Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Ich habe gespeichert. Alles gut, wir laden das jetzt kurz neu. Aber was ist da gerade passiert? Das ergibt gar keinen Sinn. Zack, 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 zack. Jetzt geht's auch wieder. Hä? Das war echt irgendein Bug anscheinend. Habe ich noch nie gesehen. Der Arme, ey. Oder das ist Tierquälerei. Was machen wir hier? Der kann sich ja nicht mal wegbewegen. Der war auf der Stelle geschlachtet. Sehr schön. Ja. Sehr ordentlich. Ich habe immer noch ein Flammenschild. Digga, hast du meine Schilde eigentlich hier? Was ist das für eine Scheiße? Oh fuck, jetzt muss ich aber aufpassen. Oh, jetzt muss ich aber tatsächlich aufpassen. Fällt mir gerade auf. Scheiße, oh mein Gott, Bruder. Weil ich ja auch so langsam zur Seite ausweiche, ist gar nicht mal so einfach damit. Okay, wir machen so, passt auf. Passt schon, ist in Ordnung. Zack, 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 zack. Jetzt nur noch ein normaler Silberner. Komm, das schaffen wir auch. Close one, close one. Let's go. Wir haben es geschafft, Alter. Damit könnten wir auch Majora's Maske mitnehmen. Aber, ne, die lassen wir hier. Die kann sich jemand anders abholen. Jemand, der es nötiger hat als ich.
Ja, machen 96er Einheitsschwert schon mal, das ist gut auf jeden Fall. Ich brauche halt nur noch ein bisschen was für die ganzen anderen Fights. Ich brauche ein paar Eisfrüchte auf jeden Fall fürs Konstrukt. Da habe ich noch gar nichts circa. Ich habe 3 Eisfrüchte. Ich habe wie viel Eisschleim? 3 Eisschleim. Das reicht nicht. Ich brauche mehr fürs Konstrukt auf jeden Fall. Weil Konstrukt ohne Konstrukt besiegen ist ein Krampf, das wisst ihr, ne? Das ist richtig, richtig nervig. Also wir gehen mal chronologisch durch. Frostgeira ist ein Witz. Okay, haben wir uns geeinigt. Frostgeira ist einfach. Dann kommt Octokos. Octokos ist kein Witz. Octokos ist gar nicht mal so einfach. Und dafür brauchen wir Wasser. Und Wasser habe ich nicht. Ich habe 2 Schleimgelee. Das reicht. Ich würde halt wirklich fast nach Ranel gehen und da mal gucken, ob ich noch was auf dem Weg mitnehmen kann. Auch so Himmelsinseln technisch. Die Vorbereitung geht jetzt los, passt auf. Ich habe eine grobe Idee. Das ist echt schlimm, ne? Das ist wirklich, wirklich schlimm an dem Spiel, den Final Boss zu machen. Also es ist für Challenges so ungeeignet, weil es sich so krass zieht. So, hier ist, glaube ich, eine große Batterie. Nein, nicht Batterie, Energiesphäre. Ja, genau. Ich habe irgendwie auch vergessen, eigentlich habe ich gar keinen Rubinpanzer, weil ich bin ja sowieso im Untergrund. Ich kriege erstmal Miasma-Schaden eingedrückt. Deswegen schwierig. Aber Feen können uns so oder so helfen. Deswegen, hallo liebe Feen, möchtet ihr auftauchen? 2, 3. Ha, let's go, 3 Feen. Ich könnte es versuchen. Das glaube ich, hab's geschafft. Puh, mutig. Aber das funktioniert. Pass auf, ich mach's sogar noch extremer. Let's go. Es hat funktioniert. Nice one. Sehr, sehr schön eigentlich. Okay, und damit jetzt auf in Richtung Ranel. Das befindet sich da vorne. Ja, wir sehen sogar schon den Wassertempel. Den möchte ich tatsächlich nicht mitnehmen, aber ungefähr in die Richtung. Das reicht mir ja schon. Wir brauchen echt einige Wasserfrüchte auf jeden Fall. Boldogummer dürfte keine Schwierigkeit sein. Was machen wir gegen die Gipto-Königin? Da funktioniert ja alles, also jedes Element. Da funktioniert Feuer, Wasser, Eis, Elektro und Licht. Ich glaube halt wirklich, Low Gravity wird einiges leichter machen, aber es wird trotzdem nicht einfach deswegen. Hier waren Wächter in BOTW. Good old days. Hier ist ein Leune? Digga, hier ist ein Leune. Kann man mal schnell mitnehmen. Oh, Wasserfrüchte, let's go. Wir haben Wasserfrüchte, zumindest 3 Stück schon mal. Das könnte den Unterschied machen bei Octokos, ja? Ich muss irgendwie sagen, ich finde diesen Bereich zwischen Ranel und Nekluda finde ich sauschön. Ich weiß nicht mal genau warum, aber irgendwie mag ich dieses ganze Biom hier. So ein bisschen tümpelartig, so viel Wasser auf jeden Fall, aber auch trotzdem noch viel Grünzeug. So ist noch nicht ganz so steinig und klippenartig wie Ranel. Checkt ihr, wie ich meine? Mochte ich auch in BOTW schon. Ich finde es einfach irgendwie sehr schön hier. Ist das schon wieder ein... Digga, ist das schon wieder ein Leune? Bruder, ich habe noch nie so viele Leunen gesehen wie in diesem Video gerade. Nachdem ich dann einige Wasserfrüchte beisammen hatte, habe ich mich dann noch kurz ins Ranelgebirge getraut, um ein paar Eis-Items gegen das gestohlene Konstrukt auf Vorrat zu haben. Gegen die Kälte war ich halt so null vorbereitet. Digga, direkt extreme Kälte, leck mich am Arsch. Ranel-Spitze ergibt schon Sinn, ja. Wir beeilen uns einfach schnell. Da vorne ist ein schwarzer Bossbock. Hä? Wo ist er hin? Ich hoffe, das lohnt sich, ne? Ich hoffe, das lohnt sich. Sehr gut. Okay, ist sogar... Oh, das war sogar mein letzter Schlag, sehr gut. Ja, das ist in Ordnung. Ich finde, das hat sich dafür sogar gelohnt. Für den Loot ist das echt fit. What? Oh, ich habe Rubin verloren. Haha, ich habe Rubin. Aber 270. Aua, das hat wehgetan. Oh, lol. Aber okay, ist fein. Absolut in Ordnung. Komm, friss. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben es doch gleich geschafft schon, ja? Wir haben es gleich schon geschafft. Wir wollen noch ein bisschen was einsammeln. Hier oben ist da, glaube ich, noch ein Eisschleim, den ich halt ganz gern hätte. Oh, Bruder, ist kalt, 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 kalt. 6 Eisfrüchte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die sind wichtig. Die werden noch absolut notwendig sein. Hier vorne sind sie also. Okay. Zack. Sehr gut, sehr gut. Komm her. Let's go. Zack. Sehr gut, okay. Eine Eisfrucht, 2 Eisfrüchte, ein Eisraubschleimstein und noch eine weitere Eisfrucht. Vielleicht noch was in der Truhe, irgendwas halbwegs Sinnvolles. Come on. Ja, ist okay. Geht fit. Noch ein Bernstein, okay, meinetwegen. Und nochmal 2 Eisfrüchte hier oben. Ich glaube, das dürfte erstmal genug sein eigentlich. Das dürfte eigentlich echt genug sein. Wie gesagt, unterm Schloss können wir auch noch ein bisschen was sammeln, auch wenn es nicht viel ist. Jetzt gehen wir noch einmal ganz schnell auf den Satori-Berg und dann ab unter das Schloss. Ja, das ist alles eigentlich relativ unwichtig. Ich will eher so besondere Dinge kriegen, ja. Boah, das ist geil. Das ist sehr, sehr gut hier. Das ist sehr, sehr gut. So, sehr schön. Bienen werden schön pariert, passt auf. Haltet euch fest. Scheiße! Das habe ich wie viel? 10 Rubine gekostet. Digga, schon wieder. Du bist das dämlich. Digga, es ist so schwer, die zu parieren, ne? Meine Fresse! Geht doch. Jetzt haut ab, Alter. Was? Das gibt's doch nicht. Der Honig war teuer. Der Honig war zu teuer, wenn wir ehrlich sind. Jetzt hauen sie ab. Sehr schön. Dieser Effekt gerade die ganze Zeit. Was geht hier denn ab, bitte? Aber irgendwie auch cool, ne? Irgendwie auch cool, wenn wir ehrlich sind. Habe ich ihn. Komm schon, komm schon. Sehr schön. Was haben wir dafür gekriegt? Oh, denke ich da gerade, wo ist der Loot hin? Alles gut, der hat ein bisschen Fallzeit gebraucht. Das ist überschaubar, ne? Ah ja, okay, mein Gott, ne? Warte, machst du nichts. Ist in Ordnung. Sehr gut. Genau das brauche ich. Ja. Jedes Mal 3 Herzen regenerieren. Perfekt. So, damit haben wir ein bisschen Miasma-Heilung, ja? Wir können uns ein paar Mal den Arsch retten auf jeden Fall. Fit. Fit ist gut. Fit ist sehr, sehr gut. Mehr Ausdauer könnte tatsächlich sehr, sehr wichtig werden. Gar nicht mal so krass dran gedacht, aber mehr Ausdauer könnte sehr wichtig werden. Ich habe noch schnell das Heiliger-Schild. Da sind wir also. Ich hasse den Ort so sehr. Ich glaube, das Sinnvollste ist tatsächlich das hier. Da brauchst du auch nur 2 Blumen tatsächlich. Aber dich töte ich jetzt noch so. Passt schon. What? Ist er weg? Scheinbar ist er weg. BTF. Pass auf, Guys. Und zwar machen wir das. Pass auf. Digga, hallo. What? Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Was zur Hölle war das gerade? Fang, fang. Let's go. Das hat sich irgendwie gar nicht mal so krass gelohnt, wenn ich ehrlich bin. So, rein, da. Let's go. Sehr, sehr schön. Miasma-Lanze. Wunderbar. So. Dann
nur noch fix. Dann einmal bitte noch das Hylia-Schild. Das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, Mann. Ja, Mann. Und wir verpissen es auch schon wieder. Ich fühle mich vorbereitet. Wir gehen ab und das Schloss. Los geht's. Das Ding ist halt, die Flügel lohnen sich eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Die Flügel lohnen sich halt wirklich zu sehr. Ganz entspannt, ganz entspannt, ganz entspannt. Okay, nochmal ein weißer Leune. Schadet ja eigentlich auch nie, ne, wenn wir ehrlich sind. Knapp hier alles. Was geht denn hier ab, bitte? Sehr schön. Die Augen bringen halt echt was. Also die Augen und alle Elementarwaffen, Dinger, Teile, Dingenskirchen, ihr wisst Bescheid, die sind wichtig. Digga, hier ist ein Silberner schon? Es gibt von Anfang an silberne Gegner, das ist auch krass irgendwie. Okay, wir droppen kurz einen Qualmerling, weil silberne Teile sind dann doch schon... Fuck. Okay. Also gute Nachricht, wir müssen den Qualmerling nicht benutzen. Schlechte Nachricht, ich hätte ihn dann ganz gern wieder eigentlich, weil er schon wertvoll ist. Oh mein Gott, es hat funktioniert, Digga. Das ist zutiefst beeindruckend, wirklich. Als ob das funktioniert hat, Digga. Spring, spring, links spring. Alter, ich bin so weg, Digga. Ich bin so weg hiervon, wirklich. Langt jetzt auch, ernsthaft. Digga, es ist so close. Der kann so genau aimen, das ist der Wahnsinn. Wir holen uns kurz noch ein paar neue Donnerblumen. Die sind sehr wichtig. So, ja damit. Dankeschön. Möchte ich euch mitnehmen. Sehr schön. Ich wurde dich euch auch schön weggefetzt, haha. Du Scheiße. Jesse, mach's gut. Ich wirklich, das ist mir so blöd gerade. Also dafür, dass ich das schon so oft gemacht habe, bin ich immer noch dumm angespannt, muss man echt sagen. Und damit sind wir beim Finale. Ich bin auf alles vorbereitet. Hoffentlich. Als allererstes, glaube ich, das Sinnvollste, was wir machen könnten, ist auf jeden Fall mit dem Saphir reinzugehen, um erstmal schön Flächenschaden zu machen und denen zu zeigen, wo der Hammer hängt. So, Achtung. Wunderbar. Das hat schon mal eine Menge gewiped auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig gewesen. Ja, es geht halt echt. Ich muss halt nur darauf achten, dass meine Pfeile auch für alles ausreichen, ne? Dass ich genug Pfeile habe, dass meine Bögen halten und so. Weil das wäre echt super nervig. Wenn das im Nachhinein das Problem ist. Erstmal die ganzen Lakaien ausschalten quasi. Ja, top. Das war schon mal gut. Wunderbar. Ich komme tatsächlich damageless hier durch, was auch schon sehr ordentlich ist auf jeden Fall. Gut, wie viele Pfeile haben wir? 141. Ja, wir haben kaum Verluste gemacht eigentlich. Das geht halt wirklich klar. Das kann man wirklich machen. Achtung und... Erster Bogen ist halt leider weg, aber das ist okay. Wir kriegen auch andere und neue Bögen, das darf man nicht vergessen. Ich muss mehr fusen immer noch, okay? Immer noch mehr fusen auf jeden Fall. What? Okay, scheiße. Das ging ordentlich nach hinten los. Oh mein Gott. Ich hab einfach in der Luft abgeblockt. Sehr schön, sehr schön. Dann dich auch noch hier vorne. Genau, wunderbar. Die ganzen Schwänze hier kommen alle. Nächste Phase tot. Die Armee sollten wir schaffen. Die sollten wir wirklich schaffen. Also wenn ich mich ein bisschen peinlich berührt. Eigentlich müsste ich die ein bisschen versammeln, wenn ich ehrlich bin. Das wäre deutlich sinnvoller. Genau deswegen. Doch, ich habe beide getroffen, ich wollte gerade sagen, dass ich keinen getroffen habe von den beiden. Für sowas lohnt sich vielleicht sogar tatsächlich ein Raubschleimstein. Auch wenn ich die eigentlich für die Königin geplant hatte. Wir machen es mal, komm. Einmal. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich gelohnt eigentlich. Nochmal ein paar Feuerfrüchte hier auf dich drauf. Zack, du bist auch direkt tot und du bist auch direkt tot. Das ist halt alles mit Pfeil und Bogen geregelt, ne? Wir machen halt alles mit Pfeil und Bogen tatsächlich. Aber anders sehe ich hier auch keinen Weg, wenn ich ehrlich bin. Letzte Phase der Armee. Ich mache mir, wie gesagt, viel, viel mehr Gedanken um die ganzen Bosse. Komm, weg mit dir. Und weg mit dir. Weg mit dir auch noch. Und der letzte. Bruder, ohne Gegendamage. Ich habe nicht einen einzigen Schadenspunkt genommen. Das ist insane gut. Honestly, jetzt mal. Damn. Das ist wirklich gut. Okay, Frau Skyra, los geht's. Mache ich mir jetzt auch eher weniger Gedanken, wenn ich ehrlich bin. Also, no disrespect, aber doch disrespect. Willkommen zurück zu Gottlose Schlachtung Part 69420. Heute schlachten wir Frau Skyra. Ziemlich gottlos. Okay, Voldemort, let's go. Ja, erstmal Schaden tut halt weh auf jeden Fall, aber das ist jetzt auch mal nötig gewesen tatsächlich. Sehr gut. Das ist erstmal ein guter Spot, um mich hochzuhalten tatsächlich. Passt auf. Haha. Wir haben extra dafür gekocht. Geil. Wir sind sehr gut dabei. Wir sind unglaublich, also überraschend gut dabei. Ich habe Rubine verloren. 300, aber ich habe keine Leben verloren. Krass, das hat tatsächlich Rubine einfach abgezogen. Komm, 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 komm. Let's go, Alter. Geil. Einen dummen Fehler gerade gemacht, sonst hat mich Rubine gekostet. Das ist schade auf jeden Fall. Aber ansonsten vollkommen fein. Wirklich vollkommen fein. Dann brauchen wir Wasser. Jetzt aber dringend mit guten Waffen hier wieder rein, weil ich keinen Bock auf den Knaben habe. Ich glaube, Spin to Win ist hier sogar relativ sinnvoll. Octocos geht voll fit. Wir können Octocos richtig cheesen irgendwie. Aber halt Low Gravity macht halt bei Octocos alles aus, wirklich. Das ist halt ein absoluter Segen. Ich hasse die Musik auch irgendwie. Die Musik nervt richtig. Das ist so eine richtige Trollmusik irgendwie. Lieg jetzt auf. Du liegst jetzt. Zack, 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 zack. Ah, Kindergarten, Alter. Vor der Ägyptokönigin habe ich... Ich habe Angst, doch, ich habe Angst. Ja, mach deinen Wirbelsturm. Ich habe langsam ihr Attack-Pattern raus, das ist okay. Warum liegt sie noch nicht? Ich muss sie noch vereisen oder sowas? Was muss ich denn machen? Hier, Wasser, nimm Wasser. Ja, jetzt liegt sie. Wunderbar. Das hat sich sehr gelohnt auf jeden Fall. Wir machen nochmal mit der Attack hinterher. Digga, das läuft so gut. Hä? Das läuft viel zu gut. Achtung. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Wir haben es quasi geschafft.
Was? What? Sie ist schon wieder immun? Ganz ehrlich, wie hat die das so schnell gemacht gerade? Die macht gerade einfach, die packt gerade Moves aus, die ich nicht kenne. Die ich garantiert noch nie gesehen habe. Wir finishen sie so. Wir haben es geschafft. Okay, aber jetzt kommt wahrscheinlich das Schwierigste im ganzen Run. Also als erstes, wir brauchen Eis, ja? Wir brauchen sehr viel Eis. Ich weiß eigentlich, wie der Scheiß funktioniert. Sehr gut, okay. Hat gerade geschossen, okay. Aber es mir herzlich egal tatsächlich. Sehr gut, okay. Aufpassen, aufpassen, einfach aufpassen. Ja, okay, passt schon. Jetzt kann ich wieder, glaube ich, freezen, richtig? Ich müsste ihn wieder freezen können. Jetzt wieder mit der Bombenfrucht hinterher. Am besten aber auf die Stelle hier, damit der gegen den Zaun knallt. Let's go, Halbzeit. Das ist mein Herz. Slow-Mo macht es immer deutlich einfacher auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem kein Kinderspiel. Wir haben keine Bomben mehr, ne? Was machen wir danach? Ich glaube, ich kann ihn auch mit einer Combo an die Wand schlagen. Ich glaube, das geht auch. Da bin ich aber eigentlich nicht ganz vorbereitet. Fällt mir gerade auf. Richtig dämlich, richtig dämlich. Wir müssen jetzt noch einen Hit so hinkriegen. Aber das kriegen wir hin. So, wir machen jetzt so. Nee, hat nicht funktioniert. Schade, hat nicht funktioniert. Das Konstrukt ist so übel. Das Konstrukt ist so übel. Ich habe so Respekt vor dem. Wir brauchen eine Explosion, Geist. Wir brauchen eine große, saftige, schöne Explosion in seine Fresse. Ja? Wir können es mit so einem Schleim probieren, theoretisch. Ich bete einfach, dass es funktioniert, ja. Das hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht, aber das ist nicht das, was ich wollte. Das sieht gerade nicht gut aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann auch vielleicht versuchen, eine Kanone zu benutzen, aber es ist halt schon not easy. Kanone, Kanone. Oh mein Gott. 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 Pass auf, Geist. Wir haben nicht mehr viele Eisfrüchte, aber es sollte reichen. Pass auf. Richte dich wieder auf. Richte dich wieder auf. Jetzt. Achtung, jetzt. 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 Nein. Digga, mach nicht so. Digga, ist doch nicht dein Scheiß ernst. Wir brauchen kurz eine, so eine Energiesphäre. Dafür habe ich die. Let's go. Let's go, oh mein Gott. Ich dachte gerade, es ist vorbei. Ich dachte wirklich gerade, es ist vorbei. Ach, zur Hölle, ey. Was war das denn gerade? Aber ich mache mir jetzt auch noch schnell fertig. Ihr seid jetzt echt nicht meine größte Sorge. 2 von 10. Das sieht tatsächlich nach einem First Try aus und ich kann selbst kaum glauben. Halbzeit. Die haben mich einmal angegriffen. Junge, dieses Slow-Mo ist so krass einfach. Dieses Slow-Mo ist so heftig. Komm, gib mal den Prügel her. Dankeschön. Wir nehmen jetzt auch mal alles mit, auch wenn wir es nicht brauchen werden. Die Herzbalanze, komm rein da. Ups. Okay, ich bin fast pleite. Ich bin nicht tot, ich bin pleite. Wir schaffen das, Geist. Wir haben es geschafft. Wir haben es durch die Bossphase geschafft. Jetzt geht's nur noch um Ganon. Also wirklich nur noch Ganon einfach. Das ist, komm. Real Talk, gute Entscheidung. Real Talk, gute Entscheidung, das so zu fusen. Als ob ich perfekt hierauf vorbereitet gewesen bin. Guck dich doch bitte meine Waffen an. Die sind krasser als vorher. Da sind wir also. Als Rumi gegen Ganon. Wollen wir echt im Nahkampf sein? Das ist eigentlich mal gar nicht so verkehrt, oder? So zur Abwechslung. So, komm. Ich habe übrigens keine einzige Fee bisher verbraucht. Möchte ich mal kurz als Flex anmerken an der Stelle, ja? Zack, 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 zack. Komm doch, hä? Oh. Ich hätte mich tatsächlich mal heilen sollen. Ja, da war ich ein bisschen übermütig. Aber alles gut, ich habe genug Feen. Sehr schön, okay. Erste Phase ist überstanden. War ich der aus? War ich noch nicht aus, ne? Er ist in der zweiten Phase. Komm, Halbzeit, Halbzeit, Halbzeit. Gönn Halbzeit, gönn Halbzeit. Gönn Halbzeit, los. Ich sehe seinen Kopf einfach nicht wahr. Ich sehe seinen fucking Kopf nicht wahr. Was ist das denn, Junge? Gönn jetzt fucking Halbzeit, Digga. Gönn deine Halbzeit jetzt. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott. Das war schlecht. Digga, ich hab meine letzte Fee gerade verbraucht. Ich habe gerade alle 3 Feen auf einmal verbraucht. Was ist nicht gut, Digga? Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Es wird doch nochmal spannend gegen Ende. Oh mein Gott. Digga, nein. Nein, ich darf jetzt nicht verlieren, Alter. Egal, komm, das ist nicht die schwerste Phase. Die schwerste Phase hatten wir gerade eben durch. Die habe ich mit Pfeilen abgekürzt. Aber das ist ja so nach hinten losgegangen. Digga, ich habe mich selbst eingefroren. Ich bin so dämlich. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich fuse. Das war so dumm. What? Digga, der blockt das ab, der blockt das ab, der blockt das ab. Sehr gut, okay. Er wird auch dodgen, aber ist okay. Ja, okay, passt. What? What? Digga, ist gerade Lichtgeschwindigkeit gewesen. Komm, Digga, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Er wird wieder Flurry rushen. Er wird wieder 100%ig Flurry rushen. Scheiße. Achtung. Oh, Digga, dieses Zeitfenster. Das war so insane knapp gerade, ne? Wir haben's, oder? Hochheilen, hochheilen, hochheilen. Ganz wichtig. Keine Faxen machen. Keine Faxen machen. Keine Faxen machen. Er ist fast tot. Wir haben es fast geschafft. Komm schon, Digga. Scheiß drauf. Ja, es war unnötig, aber ist egal. Macht keinen Unterschied, Digga. Komm schon. Come on, come on. Wir haben es quasi geschafft. Wir haben es quasi geschafft. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Komm schon. Oh mein Gott, Digga. Als ob das ein First Try wurde, was? Die komplette Armee. Alle 5 Bosse. Plus Phantom-Ganons. Plus alle Phasen von Ganon in einem Run, Bruder. Unmöglich, das.
zeig, wie du besiegt